Dieses Schild ist längst abmontiert. Peter Feldmann wurde nach seiner juristisch aufgearbeiteten Verstrickung in die AWO-Affäre abgewählt. Das politische Puzzle im Römer muss wieder komplett werden. 510.000 Bürgerinnen und Bürger sind jetzt erneut zur OB-Wahl aufgerufen. Welche Themen sind den Bürgern wichtig? Kulturelle Bildung, auch für Kinder, diese Angebote, die finde ich also sehr interessant. Die nehme ich auch selbst gerne wahr und das ist auch was, was ich wichtig finde, auch für das Gesicht von Frankfurt. Der Wohnungsmangel, gerade auch der Preisanstieg überall. Natürlich, wenn man da was macht, wäre immer angebracht, gerade für alle. Die meisten Kandidaten setzten auf diese Themen im Wahlkampf. Maßnahmen gegen die Wohnungsnot, mehr Geld für Bildung und Schulen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz und der Blick auf die Sicherheit, insbesondere im Bahnhofsviertel. Viele der 20 Kandidatenköpfe sind den meisten Frankfurtern unbekannt. Drei haben die besten Chancen. Die gebürtige Würzburgerin und Grüne Manuela Rottmann setzt auf klassische grüne Themen wie gesundes Schulessen und will die Metropole fit fürs Klima machen. Klimaneutralität bis 2035 ist das zentrale Thema. Und das ist mir bitter ernst, weil uns die Zeit da wirklich wegläuft. Der frühere Kämmerer und CDU-Mann Uwe Becker setzt auf starke Sicherheit, will die Stadt attraktiver für die Wirtschaft machen und für mehr Zusammenarbeit aller Parteien sorgen. Das kann der neue Politikstil sein, den ich hier in dieser Stadt pflegen möchte. SPD-Kandidat Mike Josef ist Planungsdezernent. Soziale Sicherheit will er stärken, sich vor allem für deutlich mehr günstige Wohnungen engagieren. Nachhaltigkeit sei wichtig, sie müsse die Menschen aber mitnehmen und die Stadt so entwickelt, dass sie sich am Ende auch so aufstellt, dass die Menschen diese Stadt sich auch leisten können, dass sie bezahlbar ist. 3 von 20 für Frankfurt. Eine Tendenz ist jetzt schon klar. Wieder wird es am kommenden Wahlsonntag wohl einen Rekord bei der Briefwahl geben.